Wann bin ich mit dem Leben in Einklang? Jetzt, morgen oder wann? Wie hört sich es an oder wie fühlt es sich an, mit dem Leben im Einklang zu sein? Gehört dazu im Einklang, dass ich mit meinen Freunden funktionieren muss? Dass mein Ehepartner mich leiden muss, mag? Muss es sein, dass meine Eltern mich mögen? Dass mein Arbeitgeber mich leiden mag? Ist das mit mir in Einklang zu sein? Ich glaube, nein. Dann sind wir wieder aus der Balance. In Einklang heißt es, in sich und mit sich gut zu fühlen. Das heißt, das gut zu heißen, was ich gerade im Moment mache. Habe ich da Vertrauen zu, was ich mache? Gibt mir das Sicherheit? Und diese Sicherheit sollte ich nicht im Außen suchen, sondern im Innen suchen. Meine eigene Sicherheit. Wenn ich diese Sicherheit habe, dann bin ich im Einklang mit mir. Und viele gucken erst immer nach draußen. Gefalle ich dich? Oder gefalle ich dir? Was ist mit dir los? Darf ich so weitermachen? Muss ich zurückgehen? Und die vergessen sich dabei und werden immer und immer kleiner. Mit sich in Einklang ist ein Lebensgefühl, ist eine Stärke, die dich spüren lässt, wer du wirklich bist. Nicht der Name, wie du gerufen wirst, sondern das Gefühl, was in dir lebt. Eine ganz andere Wahrnehmung deiner eigenen Selbst. Nicht der Persönlichkeit, deiner Selbst. Der Raum, der in dir herrscht. Der Raum, der in dir lebt. Das ist, wo es hinkommt, wo wir hinkommen sollten. Und dafür lade ich euch wieder ein zum Familienstellen. Entweder am 28. Oktober oder am 25. November oder am 16. Dezember oder wann auch immer. Ich kann euch nur immer zum Nachdenken anregen, sofern ihr darüber nachdenken wollt. Und bis dato bleibe ich euer Robert Gerhard. Tschüss!